Schönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen. Es ist soweit. Das Finale von Illusion of Time, des Sprite Seeings hier auf gregs-rpghaven.de steht an. Wir haben alle Bosse noch einmal besiegt. Ziemlich knapp. Ich habe 2 Heilkräuter über. Ich habe 7 Extra-Leben. Ich hoffe, das sollte reichen für den Boss, für den Finalen. Welche Richtung war richtig? Diese Richtung. Ich hoffe, dass hier noch ein Safe ist. Ich würde zumindest meine Energie gerne nochmal auffrischen wollen. Aber es ist ein... Oh, Dracul, was geht mit dir? Der Komet hat die Erde, gleich den Orbit der Erde erreicht. Wir müssen auf die Spitze des Turms. Aha, der Lichtaufzug reicht nicht. Die Bosse kommen nochmal und helfen mir jetzt, nachdem ich sie noch einmal besiegt habe mit Shadow. Das ist aber ein ziemlich hoher Turm. Geht richtig ab. Kara, da bist du ja. Kara, wo warst du? Es gab ein Gerücht, dass ein Vampir aufgetaucht sei. Man sagt, sein Körper sei unsterblich. Erst, wenn der Komet verschwindet, wird auch er seine ewige Ruhe finden. Was redest du da wieder? Was redest du da? Oh, das ist die Shadow-Form jetzt. Ah, und? Wenn du deinen Weg fortsetzt, gibt es kein Zurück mehr. Ich kann dich nach... Ah, wenn du nach Dauer möchtest, kann ich dich bringen. Nein, ich bleibe hier. Lass mich saven. Ich kann ja keine Heilkräuter kaufen oder so. Aber ich will speichern. Das ist das Finale. Der große Abschluss. Das ist mein letztes Zusammentreffen. Verwende deine neue Kraft, um ein dunkles Ich, den Kometen, zu besiegen. Du wirst die Gestalt von Shadow annehmen. Shadows stärkste Kraft wird erweckt, wenn er eins wird mit dem Ritter des Lichts. Es ist der Feuervogel. Feuervogel heißt hier so ein Restaurant um die Ecke. Naja, egal. Nur du kannst die Erde jetzt noch retten. Ich setze alle Hoffnung und all mein Vertrauen in dich. Okay, also ich habe eine neue Kraft. Reise fort für ein Jahr. So lebe er wohl. Let's do this, ne? Verwandeln werde ich mich wohl automatisch, hoffe ich. Nach Dao wollen wir nicht zurück, aber wir könnten zurück. Dann müssen wir den ganzen Aufstieg nochmal machen. Ich hoffe nicht, die Bosse auch nochmal besiegen, aber egal. So, Leute, seid ihr bereit? Geh mal rein. Da ist... Oh nein. Das ist der Todevater. Das kann nur der Todevater sein. Du entdeckst die Gebeine eines Gerichteten. Plötzlich hörst du den Klang einer vertrauten Stimme. Will, ich bin es, Olman, dein Vater. Die Gebeine meines Vaters. Mein Fleisch ist vergangen, doch mein Geist, er lebt weiter. Da ist er. Ich habe nicht gelogen. Will, Vater, wie bist du zu dieser Gestalt gekommen? Müsste ein Fragezeichen hin. Es gibt einen merkwürdigen Raum im Turm von Babel. In ihm leuchtet das Licht des Kometen. Dort ist eine Minute, ein Jahr und der Mensch altert in Minuten. Okay. Ah, okay. Wenn ich reingehe, das heißt, in 10 Minuten werde ich 10 Jahre älter. Warum sind Kara und ich dann noch am Leben? Weil ihr Auserwählte seid. Wir? Einst gab es eine Biotechnologie, mit der man das Licht des Kometen nutzen konnte. Die Leute nutzten diese Kraft, um Pflanzen und Tiere zu schaffen. So schufen sie zum Beispiel den Krug, der lange Strecken ohne Wasser zurücklegen kann. Das ist eine biotechnologische Errungenschaft, der Krug. Bald merkten die Menschen jedoch, dass man diese Kraft auch als Waffe nutzen konnte. So entstanden Dämonen, die die Zerstörung brachten. Die Welt stand vor der Apokalypse. Doch dann schufen einige friedvolle Menschen die Ritter des Lichts, die den Frieden bringen sollen, die Ritter des Rechts. Ihr seid ihre Ahnen. Ahnen heißt nicht Ahnen, dass wir die Vorfahren sind, oder sind das Nachfahren? Ahnen sind doch Vorfahren, oder? Warte mal, das muss ich mal googeln erstmal. Ahnen. Wieso bin ich denn jetzt so durcheinander? Ahnen steht für Vorfahren. Ja, genau. Also sind wir die Vorfahren? Du redest von der Zukunft? Was für ein Quatsch erzählst du da? Die 6 Statuen sind das Werk der Ritter. Vielleicht waren sie unsere Ahnen. Das wird vielleicht jemand. Die letzte Statue soll nun dir gehören. Aber wie schon gesagt, ey, so viel Sinn ergibt der Schlüssel nicht. Irgendwas will uns dieses Spiel sagen,
Das Spiel weiß es nicht mal selbst. Wir haben alle 6 Statuen gesammelt. Der Komet wird bald hier sein. Wenn das der Fall ist, begebt euch auf die Spitze des Turms. Schließt nun eure Äuglein. Denkt nicht dran. Da sind wir. Die Alten verehrten den Komet als einen Gott. Die, die von seinem Licht berührt wurden, erhielten seltsame Kräfte. Sie nennen ihn Gott, doch noch nie hat ein Gott etwas Gutes gebracht. Oh Gott, Nintendo! Was bringt ihr den armen christlichen Kindern bei? Glaube hat immer nur Krieg und Unheil gebracht. Solange die Menschen an Götter glauben, wird es keinen Frieden geben. Öffnet die Augen und schaut euch die Welt an. Guck mal, alles Tote. Tote Geister. Was ist mit dir? Nils Mutter, oh, selbst wenn ich die wirkliche Welt sehen könnte, könnte ich sie nicht berühren. Wie schwierig es auch immer werden wird, ich kann euch nicht helfen. Ach, guck mal, wir sind über der Erde, ne? So hoch geht der Turm. Nils tote Mutter. Hamlet, Grunz, Grunz, oh, ich verstehe, es gibt keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Kara sagt nichts. Die Zeit ist reif, der Komet naht. Was ist mit dir? Als mein Körper starb, begann mein wirkliches Leben. Das Kometenlicht machte mich unsterblich. Aber welchen Sinn hat das ewige Leben? Als mein Körper noch lebte, fühlte ich mich lebendiger. Irgendwie logisch. Seth! Ah! Seth ist auch tot. Will, lange ist es her. Was für eine Welt. Wenn ich mein Wissen weitergeben könnte, wäre ich ein großer Gelehrter. Der arme Seth ist gestorben. Nils Vater. Neil, ich bin stolz auf ihn. Ich wünschte mir, dass er die Firma noch größer macht, als sie schon ist. Sei nun bereit, die Kraft zu empfangen. Ihr Ritter, gebt Will eure Kraft. Ihr seid alle Ritter. Hamlet ist auch ein Ritter. Ja, das ist geil. Dass Hamlet auch ein Ritter ist. Als Will und Kara sich vereinten, wurden sie eins mit dem Ritter des Lichts. Eine kraftvolle Allianz war geboren. Diese beschwörte ihre dunkelsten Kräfte und schuf so den Feuervogel. Sollte das nicht die hellsten Kräfte sein? Aber da, die Statuen, sie wirbeln und wir kriegen geiles Power-Up. Ah, nice. Das ist nice. Ihr haltet das Schicksal der Menschen in Händen. Geht nun und begegnet dem Kometen. Das wird anstrengend gleich. Da, oh. Shoot'em-up-Level? Nein, das war's nicht. Das wäre aber auch ganz geil gewesen, wie bei Magic Knight Rares. So ein Shoot'em-up-Endboss. Das wäre der Hammer. Aber so ist es auch ganz cool, was wir hier kriegen. Schöne Optik, ne? Wir fliegen direkt hoch zum Kometen. Oder? Ja, doch, genau. Da, wir landen. Okay. Ich würde mal Kraft wieder ausrüsten. Und da, guck mal, da ist ein Gesicht unten. Seht ihr es? Oh. Und das ist der Feuervogel. Okay. Ich habe Cuphead gespielt. Das ist kein Problem. Das ist der erste Boss in Cuphead. Die Zwiebel. Die weint. Die macht das Gleiche. Ja, der ist aber hartnäckig. Ich kann ihn nur einmal treffen, ne? Da kommen schon die Zwiebeltränen. Okay, ein Treffer noch. Puh, knapp. Ich hoffe nicht, dass es Insta-Death ist oder so. Nein. Ah, 2 Energie weg. Schade, ich hätte ihn fast perfekt. Okay. Phase 1 müsste das sein. Und jetzt geht der richtige Kampf los. Okay. Ich muss mich, glaube ich, ins Wasser verwandeln.
Oh, shit. Oh, fuck. Okay. Wenn ich darüber nachdenke, kommt mir der Ort bekannt vor. Muss ich beide Phasen nochmal machen? Oh, fuck. Oh, fuck. Ich könnte auch hier das Wasser verwenden. Scheiße, ich muss beide Phasen machen. Ah, das könnte knifflig werden. Also die Phase geht ja noch. Also so ein bisschen. Nerven tut sie zwar auch. Aber die andere wird knifflig. Also ich muss ausweichen von dem... Diese zwei Laser, die folgen mir, den kann ich nicht einfach so ausweichen. Dass ich nicht bei der zweiten Phase anfange, ey. Das ist unkulos. Okay. Okay, oh fuck. Puh. Oh, fickt euch, ey. Das ist echt... Oh. Puh, okay. Das wird mich einiges kosten. Ich glaube, ich verwandle mich einfach in Wasser, oder? Ich muss sie nicht so ausweichen. Invincibility Frames. Puh. Nervig, nervig, dieser Bossfight. Diese Blubberblasen, wenn die nicht wären. Ich habe natürlich auch keine Heil-Items mehr. Warum ich diese erste Kackphase auch nochmal machen muss? Okay. Okay.
Okay. Okay, das ist wohl die richtige Taktik hier. Diese Blubberbläschen ignorieren. Und abwehren. Muss nur rechtzeitig drücken. Zwei, drei Phasen. Dann habe ich ihn. Okay. Zwei, dreimal. Oh oh. Okay, eine Phase nur noch. Eine Phase, dann habe ich dich. Oh, bitte. Bitte eine Phase. Eine Phase. Oh, komm, bitte. Bitte. Oh, komm. Ja, ich hab dich. Oh, du Fickmann. Oh, war das nervig. Puh. Was ist mit dem Komet geschehen? Fragt Kara. Ich weiß nicht, aber sieh doch, der blaue Planet dort. Das ist die Erde. Hoffe ich mal. Da. Die Kraft des Kometen ist erloschen. Erlöscht. Sehr langsam der Text, Leute. Der todbringende Stern ist zum anderen Ende des Universums geflogen. Wir haben es doch komplett zerlegt gerade, oder nicht? Auf jeden Fall Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Will, weißt du, wie der Planet heißt, der dort das Dunkel erhält? Ist nicht die Erde? Sind wir auf dem Planeten Vulkan? Ist das die Erde? Ja, mein Freund. Richtig. Die Erde. Wir waren die ganze Zeit auf unserem Planeten. Sieht es nicht wie eine Oase in der Wüste aus? Ein Hort des Lebens? Sie hat noch nie so wunderbar ausgesehen. Aber sie sieht einsam aus, dort in der Dunkelheit. Ganz einsam. Eine fremde Stimme sagt was. Ja, die Erde ist wieder erwacht. Oh, sind das unsere Eltern? Mutter, ja, das sind unsere Eltern. Cool. Mutter? Die Erde. Eine Mutter mit Millionen von Kindern. Mhm. Ich finde es immer noch geil, dass Hamlet ein Krieger des Lichts war. Der kleine Grundsolid. Ich bin mir sicher, dass du manchmal an uns denkst. Und Kara erinnert sich sicher auch oft an ihre Eltern. Haben wir nicht etabliert, dass der Vater ein mörderischer König ist? Der Erde geht es genauso. Sie wird einsam, wenn ihre Kinder sie vergessen. Oh, es ist alles also schön Umweltschutz-Message. Vergisst nicht die Erde, ihr Leute, die ein Videospiel zockt. Was ist es für ein Gefühl? Die Welt, in der
man lebt, von außen zu betrachten. Leute, ihr könnt den Text gerne auch ein bisschen schneller machen. Es ist, als ob wir Götter wären. Sag mal, bist du jetzt ein bisschen größenwahnsinnig? Du bist kein Gott. Hör auf damit. Jeder unserer Freunde sollte das sehen. Außer Seth, er ist tot. Nein, alle Bewohner der Welt. Das Bild, was wir hier gerade sehen, ist übrigens so ähnlich war der Titelscreen in der japanischen Version und in der Beta-Version vom Spiel, dass man diese Mondoberfläche gesehen hat, wo die beiden rumlaufen. Eines Tages werden die Menschen mit Raumschiffen das All erkunden. Eines Tages. Dann werden sie lernen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Text fertig. Seht, wie einsam und verlassen die Erde wirkt. Genau wie ihr beide. Ihr wirkt einsam und verlassen, aber wir haben uns doch. Schaut nun auf die Karte eurer Welt. Okay. Sieh doch nur, die Karte beginnt sich zu verändern. Stimmt, die Zeit vergeht ja schneller, wo wir hier drin sind. Da. Ah, die Kontinente, ne? Über die Jahrmillionen bewegen sie sich weiter und, lass mich raten, sie bilden dann unsere Kontinente gleich. Das sieht schon ähnlich aus. Ja, guck mal, Australien unten und Eurasien kommt zusammen, Afrika, Amerika und Südamerika. Ja, guck mal, das kommt doch bei einem bekannt vor. Die Kontinente haben ihre Form verändert. Das haben sie. Das ist die neue Welt. Hoffen wir mal nicht, dass du in Amerika wohnen musst. Neue Welt! Die evolutionäre Entwicklung, die der Komet veränderte, findet nun ihr Ende. Also der Komet hat die Evolution angeschmissen, ja? Also es ist nicht nur, dass hier Zeit vergangen ist. Auch die Erde selbst ist ein Lebewesen. Der Komet hat die Evolution angeworfen. Dadurch, dass sie ein Lebewesen ist, hat auch sie sich entwickelt und verändert, sodass sie aus der Vergangenheit in die aktuelle Form, wie wir sie kennen, gekommen ist. Nun, da der Komet seinen Einfluss verliert, kehrt die Erde zu ihrem Ursprung zurück. Okay, das verstehe ich alles nicht, weil jetzt erzählst du mir das Gegenteil, dass es nicht Evolution, sondern Devolution ist, dass sie sich zurückentwickelt hat. Oder war es so, dass das, was wir gesehen haben, alles unter dem Einfluss des Kometen passiert ist und eigentlich unsere Gegenwart, die wir hier als Spieler haben, in der Vergangenheit liegt? Warum kennt ihr beiden bereits jetzt die Zukunft? Ja, genau, das wundert mich. Als ich den sterblichen Körper verlor, konnte ich alles sehen. Durch alle Zeit. Vergangenheit, Zukunft, die Entwicklung der Erde. Eine sehr, sehr ähnliche Thematik, also solche Sachen haben wir auch in Terranigma reingespielt, erzähle ich aber gleich im Abspann ein bisschen was zu. Ich wurde vom Menschen zum Gott. Alter, Blasphemie. Jetzt hör mal auf. Und ich wurde eine Göttin, oder? Du und Kara, ihr werdet wieder normale Menschen werden. Habt keine Angst. Wenn wir auf die Erde zurückkehren, werden wir dann getrennt? Oh, ich hoffe mal nicht.
Das wäre ziemlich scheiße. Ja, nein! Wir wollen nicht getrennt werden. Die Welt verändert sich, aber wir lieben uns doch. Die Menschheit beschreitet einen neuen Weg. Aber warum heißt das, dass wir uns trennen müssen? Das ist doch kacke. Ihr beide habt von all dem nichts geahnt, als ihr euch am Südkap getroffen habt. Haben wir echt nichts von geahnt, dass es mal hierhin geht. Doch als die Welt das Licht und die Ritter benötigte, habt ihr euch erneut zufällig getroffen. Rein zufällig. Das Schicksal wollte es nicht so, ne? Lasst uns die Welt anschauen, bevor das Licht des Kometen erlischt. Komm, Wills Mutter, was hast du zu sagen? Ich wünsche euch beiden eine glückliche Zukunft. Aber wir müssen uns doch trennen, hast du gerade gesagt. Warum ist die Zukunft dann glücklich, wenn wir uns trennen müssen? Vater, Mutter. Sah gerade übrigens aus, als ob die Erde Augen hat, wenn die hochgegangen sind. Genießen wir den Blick mal. Let's enjoy. Will, komm her. Lass mich dich anschauen. Das war ein klein wenig emotional, muss ich sagen. Ich will mir dein Gesicht genau einprägen, damit ich es nicht vergesse. Deine Augen, deine Nase, deinen Mund, deine Haare, ja, deine Stimme, die Wärme deiner Hand. Das ist voll traurig. Sei nicht traurig. Ich werde dich finden. Egal wie lange es dauert, egal wo ich suchen muss, ob 100 Jahre, ob 1000 Jahre, ich werde dich finden. Warte auf mich. Schließe nun deine Augen. Will. Oh. Lass uns nun zur Erde zurückkehren. So sei es. Hätte ich nicht erwartet, dass mich am Ende doch noch ein bisschen mitnimmt. Ist auch alles ein bisschen hanebüchen und konstruiert war, aber trotzdem ein paar schöne Momente. Oh, und das ist ein geiles Bild. Das finde ich super. Die Erde hat sich zwar verändert, doch aus der Ferne betrachtet bleibt sie der blaue Planet. Häuser ersetzten Wälder. Aus Flüssen wurden Straßen, ja. Doch die Bewohner bewahrten sich das Lachen.
Nur die Erde selbst wird bald nichts mehr zu lachen haben. Umweltverschmutzung. Donald Trump. Doch Kara und ich beginnen nun unsere Leben von vorne. Mit neuem Bewusstsein. Und auch in der neuen Welt steht ein Turm, der Turm von Babel sein könnte. Das Hochhaus da hinten. Vielleicht ist er es. Das ist wirklich ein schönes Bild. I like it. Tja Leute, und das war's. Die Illusion of Time Mitarbeiter werden kurz vorgestellt. Das war Illusion of Time. Ich muss sagen, jetzt, das müsste das insgesamt dritte Mal sein, dass ich es durchgespielt habe. Ist wohl mindestens jedes Jahrzehnt eine regelmäßige Angelegenheit. Jedes Jahrzehnt plus. Nach einer Geschichte von Mariko O'Hara. Ich weiß nicht, was ich so direkt über die Geschichte sagen soll. Es ist zur Super Nintendo Zeit passiert. Da ist alles natürlich nochmal ein bisschen gedrängter, simplifizierter, und ich kann natürlich auch nicht sagen, wie viel durch die Übersetzung verloren gegangen ist, angepasst wurde. Da werden Thematiken angesprochen, da werden teilweise harte Szenen hier gezeigt, ja, also alleine, dass Hamlet sich selbst opfert, ist natürlich auch schon mal sowieso harter Tobak, aber die Sache, die mit dem Schakal, dass er einfach mal zu Tode verbrennt, ich glaube nicht, dass da die deutschen Nintendo-Leute nochmal konkret drüber geguckt haben, bevor das so veröffentlicht wurde, ab 12 oder ab wie viel das gewesen ist. Ich weiß immer noch nicht ganz, was dieses Spiel einem sagen will. Es ist irgendwie eine Message, der erhalte die Umwelt, wieder dem, ist das antikapitalistisch? Ich weiß nicht ganz, was das alles soll. Ne? Also es kann wirklich sein, dass es verständlicher ist in der Originalfassung und wir hier durch die deutsche Synchro, durch die deutschen Texte, wie so oft mal, einiges verloren haben an Bedeutung. Im Spiel wird aber sehr viel, also auch im Ursprung, wird da sehr viel einfach dahin geworfen, mal sehen, was man da rausziehen kann. Ja, wir wissen, Sklaverei ist böse, sollten wir eigentlich wissen. Und ja, Leute, die hungern, das ist auch nicht schön und so weiter. Ich finde, das war schon ein bisschen eleganter, auch selbst in der deutschen, die ja auch nicht so toll gewesen ist, aber die deutsche Übersetzung von Terranigma. Terranigma hatte mich auch ein bisschen mehr an den Eiern. Auch das ist so typisch so ein Quintet-Ding. So ganz wissen die nie hin, wo sie mit ihrer Aussage wollen. Die Story an sich funktioniert dann auch ganz gut. Also, wie hast du gesagt, ich war gerade von mir selbst ein bisschen überrascht, dass mich doch ein bisschen emotional mehr mitgenommen hat, aber ich bin da auch leicht zu manipulieren. Na, mit so einem schmalzigen Ende da. Bei Terranigma haut es mich immer komplett weg. Hier war es jetzt nur ein kleines bisschen. Rein spielerisch gesehen, unabhängig von den ganzen Thematiken, die verbaut wurden, eine coole Idee, ne, für so ein Action-Adventure, so einen leichten RPG-Touch reinzupacken mit dem Sorge dafür, dass alle Gegner pro Bildschirm gekillt sind, um kleine Upgrades dir reinzuholen. Das sorgt echt dafür, dass man auch wirklich losgeht und die Sachen erkundet und die Gegner raushaut. Warum das nicht nochmal in dem Spiel so verwandt wurde, weiß ich nicht. Ist eigentlich wirklich eine sehr gute Idee gewesen, anstatt klassische RPG-Level einen anderen Stuff zu haben. Steuert hat sich's einwandfrei, muss ich sagen. Also klar, es gibt immer mal ein bisschen Gelenker und der Rebound, den man zum Beispiel von der Sprungattacke von Bull hatte, war auch nicht gerade das Beste. Oder manchmal, wenn ich dann rausfinden musste, wie kann man nochmal den Spin-Dash machen und wann aktiviert man es, war nicht auch immer so ganz das Gelbe vom Ei, ne? Aber das sind so Kleinigkeiten, also es hat sich gut gesteuert für ein Action-Adventure, Grafik und Musik waren für 1993, 94 auch vollkommen passabel, ne? Und man hat viel
interessantes Zeug. Ich glaube kaum, dass man ein Action-Adventure so findet, was so strukturiert ist von den Inhalten, von den Levelaufbauten, von den Sachen, die man machen muss. Auch das Level-Design vollkommen okay, manchmal ein bisschen zu verworren hier und da. Aber ich muss sagen, es ging auch jetzt hier beim dritten Durchspielen, es war weniger verworren, als ich noch damals, als es rausgekommen ist, den Eindruck hatte. Ich weiß noch, dass ich in der Pyramide langgehangen bin. Ich weiß, dass ich in Angkor Wat mich durchaus mal verzettelt habe. Aber hier, ich musste nicht mal wirklich in den Spieleberater gucken, den ich hier parallel noch dabei habe. Und ich blicke mal kurz hier ein bisschen rein. So richtig sind zwar so, ja, Level-Maps und andere Stuff, aber so richtig Tipps, wichtige Tipps oder so konkrete Lösungen findet man hier auch so ein bisschen weniger. Es hat bewusst ein bisschen vage gehalten im Spieleberater, ne? Und man hätte zwar so Level-Sachen finden können, aber auf die Maps draufblicken, ich habe keine Ahnung, wie war was bedeutet. Ich müsste wohl mit dem Spieleberater es gemeinsam zocken, überhaupt da ermitteln zu können, was es ist. Aber nein, ey, ich finde, man kann es heute noch einigermaßen gut spielen. Muss darüber hinwegsehen, dass eben die Story all over the place ist, ne? Und man nicht ganz weiß, wo dann alles hin soll, aber dafür sorgt für interessante Situationen und Begebenheiten. Kommt ihr mal von der Sklaven-Diamantenmine rüber in die Höhle, wo die Engel wohnen, und dann ist das Floß auf einmal da und man fliegt mit dem Flugzeug in die Wolkenstadt, an der Wolkenstadt vorbei, zu den Zeichnungen auf dem Boden, viel an realen Schauplätzen und realen Begebenheiten mit verwoben. Gut, ich muss mir mal wirklich mal ein paar Artikel über die Originalversion mal durchlesen, anlesen, was konkret damit ausgesagt werden sollte. Es ist von den Quintet-Sachen so, ja, im Mittelfeld würde ich sagen, wenn ich Terranigma weit oben sehen würde. Soul Blazer ist zu lange her, um es vernünftig einzuschätzen. Das müsste ich, glaube ich, nochmal richtig spielen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auf einem ähnlichen Level wie das hier landet. Nur natürlich ein bisschen gamiger alles, ne? Das war auch das erste quasi der Trilogie, der inoffiziellen Trilogie mit Soul Blazer, Illusion of Time und Terranigma. Schade, dass es auch nicht nochmal in der Virtual Console oder anderswo aufgetaucht ist. Müsste man sich ja mittlerweile mal um ein Modul bemühen, wenn ich meins hier nicht schon lange Zeit hätte. Schade, ich hätte sonst auch meinen Save, wenn der nicht gelöscht worden wäre durch die Zeit, die Batterie ist leer, ne, da hatte ich ein Safe, wo ich die 50 Juwelen drin habe. Vielleicht, wenn ihr wollt, das könnt ihr gerne nochmal in die Comments mit reinschreiben, könnt ihr nochmal schauen, ob ich irgendwie meinen Safe so ummodeln kann, noch einen organisieren kann, wo die 50 Juwelen drin sind, weil nochmal einsammeln kann ich die ja leider wohl nicht mit den ganzen Sachen, die ich verpasst habe, kann schwer zurückgehen, hätte ich von Anfang an gucken müssen, wie das funktioniert. Aber vielleicht wäre das, was wir nochmal extra machen können. Ansonsten bin ich aber ganz gut auch bedient, erstmal genug mit Illusion of Time. Terranigma haben wir durchgespielt, Soul Blazer können wir noch machen. Wir können noch Grand Stream Saga auf der PlayStation einspielen. Das war ja auch ein Game von Quintet-Leuten, was auf der PlayStation 1 Serie gemacht wurde, aber was bei weitem nicht ganz so das Niveau erreicht hat, was die Games hier vorgelegt haben. Wobei ich das auch zweimal durchgespielt habe, fällt mir da auf. Und da müsste es noch irgendwie so ein, zwei andere Sachen geben, wo Quintet mitgearbeitet hat. Schade, das war ein schönes Team. Die haben gute Sachen auf die Beine gestellt. So, und ich glaube, gleich können wir die finale Endszene genießen. Ich kann mich da gleich schon mal verabschieden, weil die fand ich echt ganz nice. Da wird das Copyright genannt. Und die können wir auf uns genießen lassen, ja. Ich verabschiede mich schon mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hinterlasst die Likes, die Abos. Ich hoffe, das Sprite-Seeing hat euch gefallen in der Gänze. Mir hat es Spaß gemacht. Seid dabei bei dem anderen Content. Schreibt eure Wünsche für nächste Sprite-Seeings unten rein. Und ich sag schon mal Tschüss. Genießt die letzten Bilder. Ja, es war süß, wie sie noch mal rangegangen ist. Moment, da gibt's doch noch was. Ich wusste es doch. Die Programmierer. Okay, muss ich doch noch vorlesen. Des Spiels waren in der Schule immer sehr fleißig. Das ist die Aussage, die ihr ans Ende nochmal packt. Seid fleißig, Kids, dann könnt ihr auch so ein Spiel programmieren. Guck mal, da ist Will als Schuljunge,
Wären sie es nicht gewesen, wäre dieses Spiel nie entstanden. Und guck mal, da kommen alle Freunde, inklusive Seth und Kara. Die ist auch da. Das ist das richtige Ende. Das wollte ich dann nochmal sehen. Okay, dann nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Sprite Seeing mit Illusion of Time. Bye, bye.